Großer Starauflauf zur Vanity Fair Party anlässlich der 74. Oscarverleihung hier in Los Angeles. Hier in Hollywood dabei zu sein, ist wohl der Traum für jeden, der einmal ganz groß rauskommen will. Auch viele Deutsche wagen den Schritt über den großen Teich und versuchen hier ihr Glück. Einer, der es hier schon geschafft hat, ist Ralf Möller. Seine Geschichte klingt wie die vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber sie müsste eher heißen vom Bademeister zum Filmstar. Und für uns Grund genug, ihm heute unsere Sendung zu widmen. Danke erstmal für die Einladung, dass wir hier sein können. Und sag mal, als du vor 10 Jahren herkamst, hast du damit gerechnet, heute hier in Brentwood in deinem eigenen Pool zu sitzen mit einem deutschen Kamerateam, was einen Film über dein Leben macht? Nein. Also, das kann man sich vielleicht auch gar nicht erstmal vorstellen, weil die Ziele erstmal ganz andere sind. Nämlich, wenn man hier rüberkommt, ist das Ziel, in Filmen erstmal mitzuspielen. Ich wusste, dass es hart sein würde. Ich habe das schon von anderen gehört, dass es manchmal jahrelang dauert. Und das ist ein schönes Gefühl, dass ich dich jetzt hier habe und dich hier begrüßen kann. Dankeschön. Aber jede Erfolgsstory hat ja auch eine Basis und deswegen gehen wir gleich mal zurück in deine Kindheit. Du bist aufgewachsen in Recklinghausen und das ist ja ein weiter Weg, nach Hollywood zu gehen. Um einfach mal anzufangen, vielleicht mit deinem Elternhaus, was sind denn für dich so die wichtigsten Werte gewesen, was dir deine Eltern auf den Weg gegeben haben? Andere zu respektieren, keine Vorurteile zu haben und offen zu sein für Ideen. Und ich glaube, das habe ich bis heute immer noch, ist immer noch in dem Ralf Möller drin, diese Werte. Everybody's a dreamer, everybody's a star. Ja, das sind die Pacific Palisades hier. Pacific Palisades, aha. Und heute sind nicht ganz so klar, haben wir da den Ozean, gucken. Ja, richtig, da ist das Meer. Und wir sind vielleicht 10 Minuten zum Gym. Ja. Oh, guck mal, da haben wir einen Adler. Schau mal. Wow, schön. Ja, wir haben sogar Papageien hier. Die werden hier von den Kindern immer morgens gefüttert. Dann gibt es Wölfe, die manchmal nachts kommen. Ja, also wir sind hier, ja, man darf nicht vergessen. Mitten in der Natur. Mitten in der Natur ungefähr hier. Und trotzdem zentral. Ja? Ja. Und als ehemaliger Schwimmmeister darf natürlich auch das Becken nicht fehlen, damit ich keinen Heimweh bekomme nach Recklinghausen Süd zu meinem Schwimmbecken. Ja, das ist im Moment, so sah mein Becken natürlich nicht aus, das ist im Moment verschmutzt, weil wir gestern ein bisschen Sandsturm hatten. Da passt du ja gerade so rein, ne? Ja, richtig. Einmal aber, quer. Ja, also wir bauen im Moment etwas größer, nicht weit von hier entfernt und das ist dann ein bisschen größer. Und ziehst du schon wieder um? Ja, wir sind ja 3,5 Jahre, das ist halt so und dann... So der normale Rhythmus. Die Kinder werden größer und dann wollen die auch größere Räume und weißt du, wie das ist. Dann das ist klar. Muss man da halt ein bisschen herkommen. Aber, hi. Some who succeeded and some who suffered in vain. So, sag mal hallo. Die Oma und der Opa, die gucken wahrscheinlich auch zu. Ne? Sag mal hallo Oma. Hallo Opa. Hm? Und das ist jetzt. Im Moment ist es ein bisschen kalt, ne? Wir müssen mal
Auch das ist die richtige Temperatur. Ja, da werden die Kinder richtig schön abgehärtet. Und da kommt die Mama, die hört das gar nicht gerne, weil im Moment sind die beiden ein bisschen erkältet. Oh ja. Ich liebe das kalte Wasser. Ich war überall warm. Jeder Pool ist warm. Ja, ja, wir lieben es kalt. Also der ist nicht geheizt. Ja. Der ist nicht geheizt. Ganz genau. Oh, das ist ein bisschen warm. Echte Familienidylle bei den Müllers. Die beiden Töchter, Jacqueline und Laura, sind Annettes und Ralfs ganzer Stolz. Die Familie steckt mir den Rücken. Das ist schon schön, wenn man nach Hause kommt und ja, die Frau, die Kinder. Laura ist jetzt 12 und wir spielen Tennis, wir gehen reiten. Mit der Kleinen gehe ich Fahrrad fahren oder wir machen irgendwie andere Sachen zusammen. Und das ist schon schön, so die Mädchen, den 3-Mädchen-Haushalt um mich herum zu haben. Wie hast du denn eigentlich deine Frau kennengelernt? In einer Parfümerie in Recklinghausen. Habt ihr euch das erste Mal gesehen? Da haben wir uns das gesehen, richtig, in der Douglas Parfümerie. Aha. Und dann Wochen später haben wir uns in einem Café in Recklinghausen wieder gesehen. Dann habe ich sie angesprochen nochmal und dann kam es zum Gespräch und ja, dann hat es sich halt so entwickelt. Und wenn die Diätfrage mal gestellt werden. Lunch mit der Family im Café Roma, unweit des Rodeo Drive in Beverly Hills. Aber nicht Kaviar und Champagner sind angesagt, sondern Pizza, Pasta und Mineralwasser. Zeit für ein wenig Smalltalk über gesunde Ernährung. Ja, die Ernährung natürlich, als ich Wettkämpfe gemacht habe in den 80er Jahren, war natürlich schon anders. Aber wir essen heute Fisch, Geflügel, Salate, nicht ganz so viel Fleisch, ab und an mal. Ja, und ansonsten. Und jetzt so bei Dreharbeiten ernährst du dich dann anders? Du kriegst sogar Vitaminkapseln, die liegen sogar am Tisch. Das haben und die auch Früchte schon gehört, und Obst. Von Schauspielern. Also alles. Von Fisch, Geflügel, Steak, alles wird gemacht. Ja. Ja, Daddy, auch der. How cute. Und nach dem Essen rauchen Genussmenschen wie Ralf eine 50-Dollar schwere Zigarre. Anleitung von einem Profi für das angemessene Ritual. Sehr gut. Hervorragend. Du hast ja in Deutschland auch schon Fernseh- oder Filmerfahrung gesammelt, bevor du hierher gegangen bist nach Hollywood. Erzähl mal, was war das? Tatort in Duisburg. Aha. Da habe ich 2 Tage gedreht. Ich glaube 400 Mark pro Tag bekommen. Und das war deine erste Rolle? Und das war meine erste, ja, Kurzrolle. Wow. Und die sah so aus, dass ich, dass der Götz hinter jemandem her war. Es war auf einem Bahnhof, durch die Güterzüge da unten drunter gekraucht ist und auf einmal gegen meine Beine stößt. Und dann guckt er hoch und sagt, boah, bist du groß. Und dann nehme ich ihn so hoch, setze ihn auf einen dieser Waggons, links und rechts eine Ohrfeige. Ja, da war mein Götz knocked out. Und dann kam noch die Idee hinzu, dass ich doch die Szene nochmal machen könnte mit dem Apfel im Mund. Dann sieht das noch cooler aus. Dann habe ich das gemacht, habe den Apfel im Mund genommen, ihn hochgenommen, draufgesetzt, Apfel wieder abgebissen und das war's dann. Und das waren im Grunde vielleicht 30 oder 40 Sekunden. Das waren aber die 40 Sekunden, die dann immer wieder als Trailer gezeigt wurden, mit Hinweis auf den Film. So habe ich aus 40 Sekunden Minuten gemacht. Im Frühjahr 2002 kam weltweit der Megaseller The Scorpion King in die Kinos. Mit Ralf Möller in der Rolle des Generals einer königstreuen Elite-Kampfeinheit, die den Rebellenführer Matthäus, gespielt von Wrestling-Star Dwayne The Rock Johnson, im Auftrag des machthungrigen Königs umbringen soll.
erster Drehtag in einer Sandgrube nordöstlich von Los Angeles. Alles wird vorbereitet für den ultimativen Nahkampf zwischen Ralph und The Rock. Ja, mein erster Film war ja dann Roland Emmerich, unser berühmter deutscher Regisseur, der mit Wolfgang Petersen hier auch eine Bilderbuchkarriere gemacht hat. Ja. Roland hat ja gemacht Stargate, Universal Soldier war dann unser erster Film. Ja. Und ja, ich meine, ich musste noch nicht so viel sprechen dabei, aber es war schon die dritte Hauptrolle. Der Film machte weltweit über 100 Millionen Dollar und katapultierte Jean-Claude in die Kategorie der Bigger Budgets, wie man so schön sagt. Der unverzichtbare eigene Wohnwagen am Set von Universal Soldier. Der Film entstand 1992, kurz nachdem Ralph mit Familie von Deutschland nach Los Angeles gezogen war. Ohne jegliche Sicherheiten, ob er als Schauspieler in Hollywood überhaupt genug Geld verdienen würde, um davon seine Familie ernähren zu können. Da traf es sich gut, dass ausgerechnet ein Deutscher bei einem großen Actionfilm Regie führte, Roland Emmerich. Na ja, gut, du bist tot. So, Alex, das hast du was Spektakuläres, ja? Ja, Alex? Der Einstieg ins Filmbusiness war also geschafft. Doch danach gab es auch einige Rückschläge. Wie ging Ralf damit um? Da muss man oder sollte man halt ein gesundes Selbstvertrauen haben. Auf jeden Fall. Ja, und das hat, ich meine, die 10 Jahre, die ich im Sport verbracht habe, ich habe ja länger trainiert, über schon 15, 17 Jahre, aber im Bodybuilding hatte ich mitgelernt, Rückschläge oder überhaupt im Sport generell, lernt man Rückschläge da auch einzustecken, sich selbst wieder aus dem Sumpf herauszubringen, wieder den Glauben an sich und dann, komm Junge, mach's nochmal, geh, da ist ein Weg. Es hat an dir gelegen, das sind nicht die anderen. Du musst den Weg finden, ja. Nicht die Schuld bei den anderen suchen. Und so hast du den Weg dann auch gefunden, es lief ja sehr gut an für dich, bis dann auch 1998 der große Durchbruch kam mit Conan. Amerikanische Fernsehserie, sehr erfolgreich, in über 80 Länder verkauft. Und dadurch hast du ja dann auch so diesen Weltruhm und diese große Popularität erlangt, richtig? Richtig, im Vorhinein, ich meine, Filme, die ich 92 mit Emmerich gemacht habe, Universal Soldier, Best of the Best, Viking Sagas oder das Cameo, den Short Part in Batman und Robin. Das waren zwar schon alles Filme, die mich in einem gewissen Spektrum bekannt machten weltweit. Dann natürlich die Serie, was eine Familienserie war, hat dann, die in über 80 Ländern lief, auch in Deutschland sehr erfolgreich. Das hat dann einen natürlich noch große Popularität gebracht und dann später dann natürlich dann der ein Jahr, anderthalb Jahre später dann Gladiator. Und da ist es ja witzigerweise so passiert, dass wohl der Regisseur Ridley Scott diese Serie gesehen hat, zufällig im Fernsehen und dich daraufhin gecastet hat. Richtig.
Er hat also, sag mal so, er ist auf mich aufmerksam geworden. Tage später wurde ich dann, das Casting stand, war eigentlich in New York und London, weil man auch viele Leute aus Europa gecastet hat. Sehr viele Bewerber wohl auch. Tausende, ja. Wirklich. Das wurde immer ein weltweites Research wird da gemacht. Und die Hauptdarsteller hat man aber dann doch von Amerika hier genommen. Und als man dann noch erfuhr, dass da der Ralf Möller, der diesen Deutschen, diesen Barbaren im Grunde, wir haben ja die Anfangsszene in Gladiator, wie die Barbaren alle bärtig und langhaarig und langwenig ankommen, ja, und besiegt wurden, obwohl das ja geschichtlich dann später ganz anders war. Die deutschen Barbaren haben sie nicht so ganz genau genommen. Ja, war ich dann eben halt da derjenige, der schon in der Arena der große Champion war und erst gegen Russell war, gegen den General, gegen den römischen General, ist klar, die haben ja gegen uns gekämpft und dann hat er mein Leben gerettet und dann habe ich mit ihm gekämpft. Jetzt kommen wir gleich zum Sunset Plaza, wo wir auch dann später ein bisschen was zu uns nehmen. Lunch haben. Und jetzt besonders, man merkt, da ist schon eine gewisse Spannung und Fieber hier jetzt im Moment am Oscar-Wochenende. Also, ich meine, hier geht immer was ab, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Also eine Woche hier in Los Angeles ist manchmal vom Entertainment her gesehen ein Jahr woanders. Also hier ist so viel. Ah, hier ist das Le Dôme, auch ein ganz berühmtes, hier auf der rechten Seite, das berühmte Le Dôme. Also da hat schon jeder Hollywood-Star drin gesessen und sein Agenten-Meeting gehabt, wie man das schon sagt. Und hier die Coffee Bean, da kommen viele, wenn du von Universal kommst oder vom Jim, da ist also wirklich, da hält jeder an. Judy Foster siehst du da drin, die man schnell anhält, die einen Kaffee holt. Oder Keanu Reeves und so weiter. Ja. Die, ne, oder wenn man mal gerade über den Hill rüberkommt, auf der Rückfahrt nach Hause, hält man da immer an und die Coffee Bean und holt sich. Richtig, ja, ja. Hier haben wir Kiefer Sutherland, der macht jetzt auch Gap so ein bisschen. Ja, ja, die haben das jetzt mal. Die ziehen eine Jacke an, gucken ganz verschlafen und sagen so. Und das verkauft sich dann, Gap, ja. Hier ist jetzt das Mondrian auf der rechten Seite, die Skybar. Da ist jetzt richtig was los, auch am Wochenende, gerade Oscar-Wochenende, viel Partys. Und ja, richtig, Chateau Marmont. Ja, jetzt ist schon so mancher berühmte Musiker. Wir sind also jetzt nur noch 10 Minuten vom berühmten Walk of Fame, vom Hollywood Boulevard entfernt. Dort sind die Sterne der Stars. Ich hätte ja eigentlich schon längst eine Platte hier bekommen, aber bei meiner Schuhgröße 48 muss die Platte so groß sein. Die passt gar nicht dahin. Da ist Harrison Ford, Clint Eastwood. Du bist immer schon im Kodak 4 da drin hier. Super. Ist schon nicht schlecht, wenn man berühmt ist und überall reinkommt, auch ohne Ausweise, gell? So, warte mal, jetzt gehen wir da mal. Da ist das Hollywood Sign. Da ist es. Da ist das Hollywood Sign. Und fühlst du dich zu Hause hier in Hollywood? Schon. Ja, also das ist Heimat jetzt seit knapp 10 Jahren. Hm. Und wir leben hier sehr gern. Hm. Und ja, ich war halt auch in den 80er Jahren schon hier durch meinen Sport. Zeitsprung in das Jahr 1986. Ralf trainiert mit Thomas Gottschalk am Muscle Beach in L.A. Einen Tag vor der Teilnahme an der Wahl zum Mr. Olympia, wo Ralf immerhin den 3. Platz erreichte. Im gleichen Jahr wird der damals 127 Kilogramm schwere Germane der erste dopingfreie Weltmeister und erlangt in Japan schließlich den begehrten Titel des Mr. Universum. Ich weiß nicht, ob Alexander noch zurückbekommt nach Deutschland, glaube ich nicht mehr.
ja, Oscar-Fieber. Ja. Sollen wir machen. Danke, tschüss. Also, demnächst, ne, im Kino zu bewundern. Oh. Low Battery. Was sagt denn der Steven Spielberg? Oh, das dauert noch ein bisschen mit dem gemeinsamen Film. Ja? Aber soll sich aber schon darauf vorbereiten halt, ne? Ja, das. Party in Hollywood. Die Exportunion des deutschen Films lädt anlässlich der Oscarverleihung zum Get-Together ein. Gäste sind Journalisten und Reporterteams, die in Los Angeles lebende deutsche Schauspieler und Regisseure treffen und kennenlernen können. Keine Frage, auch hier ist Ralf ein Star. Trotz beachtlicher Konkurrenz gut beschäftigter Kollegen wie Jürgen Prochnow oder Udo Kier. Lunchbreak am Sunset Boulevard im Le Petit Four. Eines der wenigen Restaurants in L.A., in denen man auch draußen sitzen kann. Hier treffen wir einen Bekannten aus alten Tagen. Adoptivprinz Frederik von Anhalt. Frederik, wie lange kennst du Ralf? 2 hours. Ich kenne den Ralf jetzt 20 Jahre. Wir haben vor 20 Jahren zum ersten Mal in Düsseldorf trainiert, im Fitnessstudio auf der Königsallee. Und damals hatte Ralf, war noch sehr jung, hatte noch lange Haare bis auf die Schulter. Ich habe überhaupt nicht an ihn geglaubt am Anfang. Ich sage Ihnen warum. Es ist in Amerika ganz, ganz schwer. Ich bin jetzt 19 Jahre in Amerika. Ich habe sie alle kommen und gehen sehen. Es sind Tausende rübergegangen, es sind Tausende wieder zurückgegangen nach Deutschland. Es ist nur eine Handvoll, an den 10 Fingern können sie abzählen, die Leute, die es hier geschafft haben, ob es ein Showbiz ist, in der Industrie oder im Sport, nur vielleicht 10 Stück. Amerika ist ein ganz hartes Pflaster. Ein ganz hartes Pflaster. In Deutschland ist wirklich das Schlaraffenland, das Paradies gegen Amerika. Hier ist alles wahnsinnig teuer, wahnsinnig schwierig und hier stehen die Profis Schlange. Hier gibt es Tausende von Profis, die Schlange stehen, die gerne gerade im Mediengeschäft einen Job möchten und keinen kriegen. Und da ist so einer, der aus Deutschland kommt und der es wirklich so geschafft hat wie Ralf, ist ein Glückspilz, ein absoluter Glückspilz. Denn hier in Amerika muss man nicht nur können, sondern auch Glück haben und dann noch ein bisschen gut aussehen. Alles zusammen. Und dann eventuell kriegt man einen Job. Und er hat es geschafft. Ja. Nun waren ja auch so gerade deine ersten Rollen hier in Hollywood schon sehr actionlastig. Ne? Mhm. Also es waren auch sehr brutale Filme teilweise. Hattest du da irgendwie jemals ein Problem mit, sowas darzustellen? Vielleicht jetzt auch mal im Hinblick auf deine Kinder? Ich wusste, dass ich erstmal die Eintrittskarte in diese ja, harte Filmwelt, kann man sagen, erstmal über meinen Körper oder entweder bist du ein guter Schauspieler, ja, aber da ich halt noch keinen Schauspieler unterricht hatte und auch noch kein Englisch konnte, wusste ich, dass ich erstmal über Actionrollen, über die Physik, über meinen Körper und über meine Berühmtheit als Bodybuilding-Champion erstmal den Fuß in die Tür reinbekommen würde. Dann irgendwann kam mir das Angebot von Stallone, Cliffhanger. Und da fing ich dann schon an, da sollte ich dann irgendwo irgendein spielen, aber ich sah keine richtige Rolle darin. Ich hatte auch schon, wusste schon, dass ich als Hauptdarsteller einen Wikingerfilm machen würde für New Line Pictures. Und deshalb sagte ich, ich möchte, I want to mehr meat on the bone, mehr Fleisch am Knochen, sage ich mal. Das ist nicht genug. Also man sieht, man fühlt sich hier gleich. Sylvester Stallone nahm ihm das aber nicht übel und lud uns auf sein neues italienisch inspiriertes Anwesen ein. Das hätte gleich Gladiator sein können. Ja, aber es ist great, great. Yeah, painting. How are you? You see? Let me introduce you to a big box fan, Alex. Yeah, she's boxing. I'm boxing myself. She is boxing myself. And I just told them how we met when I actually went to the Santa Monica gym. That was true. Yeah, you were like. He was just finished competing. He was gigantic. Look at how he is in shape. Still, I know him now for all the years. I was like, for two. Yeah, no, yeah. Absolutely. So, no, actually, I like doing it because I think as you get older, it's just another challenge. It's like a game. But you work every day for the shape? Actually, I used to, but I learned that the biggest problem is people sometimes work too much.
like working every day, the body can't repair. So now it's at the most 3 times a week, and it's very scientific, and it's all done with computers, and you figure out. I mean, it's much more professional today. Whereas before, we just lift weights, whatever. Now it's a whole, it's a mental process as well as a physical process. So it's much more sophisticated. The days of just going into a gym and eating red meat and standing in front of the sun and lifting, and, you Proteins. Know, 14, 15, 20 sets a day. No, now you get hurt. So it's extraordinary, really. Yeah. Yeah, it's all about, now it's science. And they know exactly how to get the most out of your body using computers, you know, and how to vary the workouts. Yeah, it's pretty interesting. Huh? Is it a view or is it what? I mean, whoa. Yeah. You play golf where? Sorry, at the no, I play at Riviera. Either way? Yeah. Oh, look here, you know, isn't it like, I mean, you feel like Italy, right? Absolutely. You made the design by yourself? Yeah. It's very hard to get the one. It looked like it was 200 years old. See, you're an architect, right? Yes. You do. So it's my profession, normally. This is based on a classic Italian Palladio. I know, right? I know, it's Palladio stuff. Here's a man in the 16th century had it all figured out already. I mean, really was an amazing architect, he really was. I'll show you up here. Yeah. Who was it? Was it an Italian architect? Who did it? Actually, it's a beautiful neighborhood. You know, you want to take a And then, it's a car. Look here, I don't fit in it, but I mean, huh? He got his own. So you? Yeah. Look at this here, huh? I drive it, but it just eats too much gas. No, is it? Yeah, no, I mean, you can still. Yeah, wow, it's the real thing. That's great. Sly, we'll leave you alone. Thank you. I want to go. I call you after Easter. Thank you very much, buddy. Oh, you're more than welcome. You're a good man. You're a good man. Okay. Really. Buddy. A very sweet, gentle soul. Thank you very much. Thank you. Nice meeting you. Beautiful house. And, you know, someday. Yeah, give him too. How are you doing? Yeah. No. You cannot beat women. Yeah. One way or another, they're going to win. Bye-bye. Bye, Sly. Bye. Bye, thank you. Thank you. Yeah. Was braucht man eigentlich in Hollywood mehr? Gute Kontakte oder Glück? Ich würde sagen, fangen wir mit den Kontakten an. Das ist immer so eine Sache, wo immer die Leute meinen, aha, der kennt jetzt den Arnold oder den Stallone oder den und den Regisseur. Wenn das so wäre, würden nur Verwandte, Freunde und Bekannte im Filmbusiness arbeiten. Aber gute Freunde können in Hollywood natürlich nicht schaden. Kurzer Abstecher zum Patenonkel von Ralfs jüngster Tochter Jacqueline, Arnold Schwarzenegger. Einmal im Monat lädt der Superstar Freunde und Bekannte aus der Szene zur sogenannten Zigarrennacht in sein eigenes Restaurant Schatzis ein. Hier wurde auch Ralf für die Serie Conan entdeckt. Fachgespräch zwischen Mr. Universum und Mr. Universum. Derart angeregt vom Smalltalk über Bodyshaping bitte ich Ralf, mit mir ins legendäre Gold's Gym zu fahren. Ehefrau Annette begleitet uns. Das ist also das berühmte Gold's Gym. Aha, das älteste Gym hier. Ja, das wurde damals von Joe Gold gegründet. Und hier trainieren wir also. So ihr als Annette Familie. Annette und ich, richtig. Nachdem die Kinder dann in Kindergarten und Schule sind, haben wir unser Workout so von ungefähr einer Stunde, anderthalb Stunde drin. Wow, eiserne Disziplin. Ja. Toll. Ich trainiere jetzt jeden Tag. Ja. Also, deine Frau auch immer jeden Tag fleißig mit. Ja, richtig. Ich muss dazu sagen, dass es mir nicht mehr um Muskelmasse geht, sondern damals für Mr. Universum Olympia, ja. Ja. Aber mittlerweile haben wir fast 10, 15 Kilo abgenommen. Man ist immer noch muskulöser. Wie viel ist da noch vorhanden? So Bizepsumfang? Immer noch was da. Ah. Wie viel? So 40? 47 ist da. Und jetzt ist alles Erhaltungstraining. Kein Aufbau mehr, ne? Nein, Erhaltungstraining ganz genau. Okay, Rückenübung, komm. Aha, okay. Einfach ziehen. Geht das?
14. Das ist so, machst du es ganz genau. Oh. Die ist ganz gut. Oh. Die ist super, die Übung. Und einfach ziehen, ganz genau. Wisst ihr? So ist es richtig. Gute Kombination jetzt hier, indem man die Rückenmuskulatur und die Schultern. Ja. Das heißt, ich mache so eine Art Circle-Training. Okay. Ja, natürlich ein bisschen mit mehr Gewicht. Versuche ich mal. Hier. Vier Sätze. Und wie gesagt, man kann das gemeinsam machen. Also da siehst du schon, dass wir mehrere Übungen machen. Ja. Innerhalb von einer Stunde kann man also fünf, sechs verschiedene Übungen machen. Ja. Während ich früher, wenn du auf Muskelmasse trainierst, trainiert man, sag mal, vielleicht noch zwei Muskelgruppen, zwei Stunden lang. Aber jetzt trainieren wir in einer Stunde, sagen wir mal, vier, fünf Muskelgruppen eben, um athletisch halt zu bleiben. Aber immer ein Schwerpunkt. Also jetzt Oberkörper an einem Tag und Beine eher an dem anderen. Und die Beine dann am anderen Tag, richtig. This is a real tricep. Show the Germans what a tricep is. Okay? Ja. Here. That's the real. That's the champion here. But you have more, actually. No. Yeah. I have no chance. But I was inspired by him a long time ago. Okay. Inspired. Great. Love your work. Ich weiß, du kannst kaum warten, diese Übung zu machen. Total. Please, your turn. Aber ich glaube, da muss man schon Bauchmuskeln haben, um das überhaupt machen zu können. Du bist ja athletisch. Und so, genau. Und hopp. Ja, das ist es. Das ist ein Workout. Mit zwei Frauen. Wow, that's hard. Überraschender Treff am Nachmittag. Boris Becker ist mit Freundin Patrice in L.A. und hat Ralf zu einem spontanen Tennismatch herausgefordert. Ralf kann erstaunlich gut mithalten und am Ende einigt man sich auf ein faires Unentschieden. Du hast ja auch ein sehr herzliches Verhältnis zu deinen Eltern, auch durch die Distanz jetzt, trotzdem ist immer noch viel Herzlichkeit und Nähe da. Auf jeden Fall, ich, wo immer ich drehe, ich hole die Eltern, die waren auf der ganzen Welt schon, in Mexiko, in Neuseeland, auf Island, in Spanien. Und wir telefonieren sehr oft und ich muss sagen, dass das ist so ein richtiges Teamwork, ja. Ja, der Möller-Clan. Back to the Roots. In Recklinghausen stellt mir Ralf seine Eltern vor. So, Alexander, was ist das? Das ist Home, Elternhaus. Recklinghausen hier. Mhm. Die Eltern, hallo. Herzlich willkommen in Deutschland. Schön, dass du wieder da bist. Vater, grüß dich. Herzlich willkommen. So, dann lass uns mal nach oben gehen, ne? Ja. Kaffee trinken. Okay. Also das ist die Mama mit ganz, ganz, ganz kleinen Ralf. Ja. Ohne Haare. Ja, mit genau. Ja, Joe Brunner. Aber vielleicht so. Wir waren noch ganz klein. Zwei Monate vielleicht. Ja. Wie groß war ich schon mal bei der Geburt? Du warst 59 cm, also Wonneproppen, ne? Ja, 8,5 Pfund schwer. Okay. Ja, das war schon ganz toll. Ich war ja damals auch so schlank wie deine Frau. So, hier ist es schon ein bisschen größer. Ja. Ui. Da war so. Oh. Da war schon eine Schule, ne? Oder? Fisch. Oh das ja, ist hier. Schule. Einschulung. Ja, Einschulung, ja. Ganz stolz. Ja. Und das war das erste Bild beim Fotografen. Das haben wir dann, das haben wir dann verschickt an die Verwandtschaft. Da waren wir ganz stolz. Der schicke Pullover da, ja. Frau Möller, was mich natürlich jetzt interessiert, wie war denn der Ralf so als Kind? Hat man da schon gemerkt, oh, der hat so schauspielerische Talente oder will mal irgendwie in die Richtung gehen? Oder war das für Sie eher überraschend? Also er hat eigentlich immer schon gerne ein bisschen geschauspielert. Der hat
Pastor gespielt. Wir mussten uns dann hinsetzen und dann hat er uns vorgelesen. Und er hatte immer so ein bisschen die Ambition schon gehabt, so zum Schauspielerischen. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. Als er anfing damals, hier von wegen diesem Jugoslawien-Urlaub, ja, weil mein Mann ja Schlosser ist und Schweißer, und da hat er gesagt, Vater, du musst mir mal eine Hantel bauen. Und das hat er dann auch gemacht, hat die zusammengeschweißt und wir hatten so eine alte Musiktruhe und da hat er dann irgendwie drüber geübt, oder wie man das da so sagt. Ja, als Übungsbank benutzt. Als Übungsbank benutzt. So fing das ja damals an. Ja. Ja, und dann kam ja so nach und nach dann auch die Erfolge und dann hat er erst einen dritten Platz gemacht und dann hat es ja auch Jahre gedauert, bis er eben zum Weltmeister, der erste dopingfreie Weltmeister wurde in Tokio. Oh ja, genau. Aber er hat eben auch Ehrgeiz und mal sagen, bis er sein Ziel erreicht hat, solange kämpft er darum. Ja. Das ist der Steinbock, Kämpfer Naturen. Ja. Ne? Kam auch immer aus ihm selbst heraus. Also Sie haben da keinen Druck ausüben müssen. Wir haben da nie irgendwas. Er hat das alles, die Entscheidungen kamen alle von ihm alleine. Ralf, wie hast du deine Kindheit verbracht? Wie alt warst du, als du hier eingezogen bist? Ja, so 6, 7. Mhm. Und ja, die Teenie-Zeit hast du hier auch verbracht. Richtig, so 12 Jahre, 13 Jahre haben wir hier gewohnt. Mhm. Und da unten, das war unsere Wohnung. Und ja, richtig, richtig. Und dann habe ich immer den kleinen Garten hier mit den ab und zu gesäubert. Und ja, du siehst, nicht nur in Beverly Hills, auch in Recklinghausen Süd, hier auf der Merfeldstraße, blühen die Blumen, richtig. Und erinnerst du dich gern an die Zeit zurück? Ja, absolut. Wir haben, haben wir schöne Zeiten gehabt. Die erste Freundin, ne? Ja. Hallo, hallo. Hier, hallo, hallo, hier. Wie geht's denn? Weiter. Ja, mal ein bisschen. Danke, danke. Ich mach mal wieder was fürs Fernsehen und zeig denen mal Hallo. Und zeig mal, wo ich hier viele Jahre verbracht habe. Hallo, grüß Gott, wie geht's denn? Gott. Ja. Ja, ja. Aber mein Enkelsohn ist auch so groß. Wie alt ist er denn jetzt? Ist 38. 38, naja, ja, gut. Na, kleiner, lebst ja, ach, guck mal an hier, Meister Dua. Wie alt ist denn da? Was? Und gut. Selbst? Ja, siehst du. Man sieht dich ja nur in der Zeitung. Ja, ja. Ja. Sonst sieht man dich ja kaum. Ja, jetzt, deshalb komme ich heute auch mal wieder vorbei, um zu gucken, wie es euch geht. Ja, das ist aber nett von dir, du. Ich habe dir gar nicht was zu erzählen. Ja, was macht? Mach's gut, ne? Ciao. Wie der sich so alles entwickelt. Ist ne? Monika ihren Geburtstag gekommen. Da habe ich 2 Erdbeerböden gebacken, ja. Da hat er einen allein aufgegessen. Ja, siehst du, wie ich so super. Das hat geschmeckt, nicht? War lecker. Ich hoffe, wir können aber weißt du, das war früher noch ein bisschen Gemeinschaft. Ja. Heute ist, jetzt ist nichts mehr. Wir werden ziehen, wir müssen wieder los. Tschüss. Und schöne Grüße an die Karin. Die wird sich freuen, absolut. Mit dir. Die Karin.
Und hier hat alles angefangen, im Freibad Recklinghausen Süd beim Trainer Ortwin Thun. Ich konnte schon schwimmen, aber er hat mich dann zum Wettkampfschwimmer ausgebildet. Ach so, okay. Also geschwommen bin ich schon, aber er hat dann, er war Trainer, ich habe bei ihm das schnelle Schwimmen gelernt. Ja, und zwar dienstags mittags kamen die Kinder immer von den Grundschulen so freiwillig zu mir. Mhm. Und dann haben wir erst im großen Becken so 8 Bahnen geschwommen oder 12 Bahnen, je nachdem. Mhm. Und dann haben wir über die sogenannte Kleinarbeit die einzelnen Schwimmarten eben trainiert. Ne? Ja. Kraulschwimmen, Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Delfinschwimmen, alle Lagen. Ne? Aha. Ja, und dann haben wir so interne Schulwettkämpfe hier immer veranstaltet. Und eines Tages war der Ralf dann so weit, dass er praktisch in seinem Jahrgang immer der Erste war. Ne? Ja. Am Abend treffen wir in Düsseldorf Jürgen Konrade. Jürgen, du kennst Ralf schon fast 20 Jahre. Das stimmt. Was würdest du so als bester Freund sagen? Was macht die Freundschaft aus zwischen euch? Ich glaube, die Freundschaft macht Vertrauen aus. Wir telefonieren regelmäßig. Mhm. Und es hat nie eine Entfernung gegeben, trotz der Entfernung. Ja. Zwischen Amerika und Deutschland. Weil oft hat man ja auch den Fall, dass sich Freunde auseinanderentwickeln, wenn der eine eine ganz andere Lebensgeschichte hat. Und bei euch ist es noch so, dass ihr so reden könnt, wie früher, so kumpelhaft miteinander umgehen könnt? Ganz genau so. Hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, ich freue mich natürlich, dass er erfolgreich geworden ist. Ja. Und ich hoffe, dass er es ganz nach oben schafft. Ich bin überzeugt davon. Ich hoffe es nicht, ich weiß das. Und das hat sich aber zwischen uns hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf, einen Freund zu haben, der so erfolgreich ist. Und eine Freundschaft macht natürlich auch aus, dass man gute und schlechte Zeiten gemeinsam übersteht. Gab es denn da jemals so Phasen, wo er auch mal Hilfe brauchte von dir? Ja, bestimmt. Wir sprechen auch viel privat und wir haben auch mal Streit, aber nicht so richtig, hatten wir auch, wie so ein Ehepaar manchmal. Ja. Das macht auch eine Freundschaft aus, es gibt auch da Höhen und Tiefen, aber wir haben immer zusammengehalten und haben uns immer wieder verständigt und sind zusammen geblieben. Das ist, glaube ich, das, dass wir heute offen sprechen können und auch Vertrauen haben. Ich muss also sagen, desto erfolgreicher Ralf geworden ist und populärer, desto enger ist die Freundschaft geworden. Ja. Und jetzt für Sie, liebe Zuschauer, eine absolute Premiere. Ralf kocht. Ralf, was kochst du uns denn? Ja, heute gibt's Spaghetti mit Lino. Was gibt's noch mal dabei? Dieses herrliche Filet, was ich immer esse. Spaghetti al olio e peperoncino, was du immer isst, und dann Scaloppina alla Margherita. Aha, gut, dafür brauche ich noch mal ein Jahr italienischen Unterricht, aber ich auf jeden Fall kann ich schon mal kochen. Also, ja, dann mach mal, und wenn du mich brauchst, dann ruf einfach, ja? Ganz okay. Super. Ja, jawohl. Ja. Oh, ihr seid ja wirklich die. Super. Ja, bravo, bravo. Ja. Wunderbar. Das ist eine ganz einfache Gerichte, ganz schnell. Okay. Ja, also hier. So, das ist das Schöne, dass man auch mal mit Freunden kocht. Richtig. Und das mache ich dann auch ab und zu mal, weil das macht Spaß. Jetzt machen wir Mozzarella drauf. Ja, auf die ja? Das ist genau. Ich finde, so machen wir das mal. Ja. Gut verdecken alles. Das ist ganz wichtig, weil das ist das Geheimnis dieses herrlichen. So, okay, 2? Ja, ist okay. Jetzt Parmesan-Käse drauf. Ja. Und das heißt Parmesano? Ja. Parmigiano. Parmigiano. Siehst du, das geht ganz schnell. Siehst du, also, Alexander, hier, bitte. Ja. Dankeschön. Ja. Bravo, sehr gut gemacht. Ja. Sehr gut. So, Ralf, zum Abschluss unserer Sendung über dich möchte ich einen kleinen Test mit dir machen. Und unsere Zuschauer daheim am Bildschirm können sogar interaktiv mitspielen und sogar etwas gewinnen. Nämlich ein Abendessen mit dir. Einverstanden? Hervorragend. Okay, also aufgepasst. Alles, was Sie brauchen, ist einfach nur Ihre Fernbedienung. Ich werde Ralf jetzt 5 Fragen stellen und ihm 2 Antwortmöglichkeiten vorgeben. Aber Sie müssen, bevor er antwortet, tippen, für welche Antwort er sich entscheidet. Ganz einfach. Sie wählen jetzt einfach die Teletextseite, die jetzt unten am Bildschirm bei Ihnen auftaucht. Und keine Angst, das Bild verschwindet natürlich nicht. Sie sehen uns hier ganz normal weiter. Also ganz einfach für Sie mitzuspielen, die rote oder die grüne Taste Ihrer Fernbedienung. Am Ende erscheint dann bei allen Zuschauern, die Ralf am besten eingeschätzt haben, eine Telefonnummer auf der Teletextseite. Und die rufen Sie bitte sofort an und hinterlassen einfach Ihren Namen. Ein Zufallsgenerator wählt dann aus, wer der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist. Und die kann sich dann auf ein Abendessen freuen mit Ralf. Also alles verstanden? Dann kann es ja losgehen. Ralf, die erste Frage hier für dich. Was kannst du, also welchen Fehler kannst du am ehesten verzeihen? Ist es A, Unpünktlichkeit, das wäre für unsere Zuschauer die rote Taste, oder wäre das Prahlerei und das wäre für sie die grüne Taste? 10 Sekunden musst du überlegen und nicht gleich antworten.
Unpünktlichkeit. Unpünktlichkeit? Haben Sie es richtig? Entweder die rote Taste gedrückt, dann haben Sie es richtig, die grüne wäre in dem Fall falsch. Aber es geht natürlich weiter, Sie haben noch alle Chancen, weiterhin zu gewinnen. Also, gleich die zweite Frage. Über wen regst du dich mehr auf? Über Politiker, das wäre die rote Taste, oder über Kollegen, das wäre die grüne Taste? Ich würde mich eher für die Politiker. Über Politiker regst du dich mehr auf? Aha, das wäre die rote Taste. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Dritte Frage gleich. Mit wem würdest du einen Tag deines Lebens tauschen? Die rote Taste wäre mit George Bush oder die grüne Taste wäre Bill Gates? George Bush. George Bush? Ja. Das wäre also auch die rote Taste in dem Fall, wäre richtig. Gleich die vierte Frage nachher. Welchen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Rote Taste, einen Oscar gewinnen oder grüne Taste, ins Weltall fliegen? Ich würde mich fürs Weltall entscheiden. Okay, und jetzt die fünfte und letzte Frage. Auf was könntest du am ehesten verzichten? Wäre es vielleicht die Zigarre, rote Taste oder die grüne Taste auf das Handy? Ich würde sagen, das Handy. Ja. Auf das Handy? Auf das Handy könnte ich verzichten. Also ohne Zigarre kannst du nicht leben? Ja, aber ich möchte sie nicht vermissen. Das Handy ist störend, klingeln und gute Nachrichten, aber meistens kommen ja auch mal nicht so gute Nachrichten darüber. Also, weg natürlich. Mit dem Handy. Da bin ich jetzt aber gespannt, wer denn vielleicht alle fünf Fragen sogar richtig getippt hat. Und diejenigen, die jetzt die Telefonnummer am Bildschirm eingeblendet sehen, die rufen bitte sofort dort an und werden vielleicht mit etwas Glück ausgelost. Und dann kannst du sehen, mit wem du Abendessen gehen kannst. Also viel, viel Glück. Dir danke ich ganz herzlich für die schöne Drehzeit und wünsche dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg und dass sich deine Wünsche auch noch erfüllen, die du so hast für die Zukunft. Danke, es hat Spaß gemacht und danke. Tschüss. Tschüss.